Willkommen zu einem neuen Part Animal Crossing Tipps und Tricks. Heute dreht sich alles darum, wie man einen Bewohner zum Ausziehen bringt. Und als erstes gibt es verschiedene Ausgangssituationen. Entweder ihr wisst gerade, dass ein Bewohner auszieht, also zum Beispiel, dass am 21. jetzt ein Bewohner auszieht, das wisst ihr. Oder ihr wisst es nicht und ihr befindet euch einfach gerade dabei, dass ihr halt nicht wisst, wer auszieht. Um das herauszufinden, benutze ich immer eine bestimmte Technik. Die werde ich euch gleich auch nochmal demonstrieren. Aber um jetzt überhaupt anfangen zu können, müsst ihr wissen, dass ein Bewohner auszieht. Ihr müsst wissen, wer auszieht und ihr müsst wissen, wann. Und dafür müsst ihr einfach rumlaufen. Und ich weiß jetzt zufällig, dass Elisa jetzt ausziehen will. Hier. Sie zieht am 22. weg, aber ich will sie behalten. Deswegen sage ich, ich gehe nicht weg. Ich erkläre euch gleich nochmal, wie ich das gemacht habe. So, ihr wisst jetzt, dass Elisa am 22. ausziehen will. Mein Ziel ist es, hier hinten diesen Anton rauszuspulen. Alle anderen sollen bleiben. Wir haben heute den 19. und deswegen können wir jetzt problemlos speichern und beenden. Und dann spulen wir auf den 23. Und ihr redet dann wieder mit allen Bewohnern. Mit allen Bewohnern müsst ihr einmal geredet haben. Oder zumindest mit allen, die draußen sind. Und dann sucht ihr euch einen Bewohner aus. Ich suche mir zum Beispiel immer Elisa als beste Freundin, als Fangnetz aus. Mit dieser Bewohnerin redet ihr den ganzen Tag. Die ganze Zeit redet ihr mit Elisa. Und sie wird euch dann irgendwann mal sagen, ja, ich glaube, Jimmy will ausziehen, habe ich gehört. Oder sie sagt, ja, ich glaube, Sascha will demnächst ausziehen. Dann wisst ihr, dass ihr mit Sascha oder Jimmy reden müsst. Speichert nochmal das Spiel, startet es nochmal und geht nochmal rein und lauft gezielt vor denen her, also vor demjenigen, der ausziehen will. Und der hat dann auch diese Ausrufezeichen. Ich erkläre euch das nochmal. Ich mache jetzt kurz nochmal Pause und spule vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und ich habe jetzt auf den 23. gespult. Vorher hatten wir den 19. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum genau der 23. Ich persönlich mache es immer so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ihr 4 Tage vorspult, nachdem jemand gesagt hat, dass er ausziehen will, überhaupt nichts passiert. Generell habe ich die Erfahrung gemacht, ihr könnt, nachdem ein Bewohner euch gesagt hat, dass er auszieht und ihr Nein oder Ja gedrückt habt, könnt ihr so viele Tage vorspulen, wie ihr wollt. Es passiert nie irgendetwas. Aber ich spule immer 4 Tage vor, dann mache ich Stopp und dann rede ich mit den Bewohnern. Ich rede jetzt vor allen Dingen mit Elisa, weil sie mein Auffangnetz ist. Ich weiß aber gerade nicht, wo sie ist hier. So, dann rede ich immer mit ihr. Ja, ja, das ist interessant. Vielleicht sagt sie uns, dass sie jetzt weiß, dass jemand demnächst ausziehen will. Und dann können wir uns auf den anderen Bewohner konzentrieren. Ich hoffe, das ist verständlich, so wie ich es jetzt gesagt habe. Also immer 4 Tage vorspulen. Falls sie heute jetzt nichts sagt, dann spult ihr einen Tag wieder vor. Und wenn sie morgen wieder nichts sagt, wieder einen Tag vorspulen. Meistens macht sie es dann spätestens am 3. Tag, dass sie dann sagt, wer auszieht. Trotzdem reden wir auch mal mit den anderen Bewohnern. Zur Sicherheit. Zum Beispiel mit Rubina habe ich jetzt längere Zeit nichts mehr geredet. Deswegen auch immer zwischendurch mit den anderen Bewohnern reden. Es muss nicht sein, aber ich fühle mich dadurch immer ein bisschen sicherer. Es ist ja auch nicht ein großer Aufwand, einfach mal kurz anzureden. Ihr müsst auch nicht extra in die Häuser gehen, einfach nur gucken, wer gerade draußen ist. Ist Feline da? Am besten ist es halt, wenn ihr immer mit euren Bewohnern redet, also einmal mit jedem redet und dann nur noch mit Elise oder mit dem Bewohner, den ihr euch ausgesucht habt, der euer Auffangnetz ist. Ich sehe jetzt hier aber auch gerade keinen anderen Bewohner. Aber ich will mir deswegen jetzt auch nicht so viel Mühe machen. Deswegen rede ich einfach jetzt weiter mit Elise. Und wenn sie jetzt nach 10 Mal anreden, immer noch nichts... Ah, mit Philippa kann ich noch reden. Wenn sie nach 10 Mal anreden, immer noch nichts gesagt hat, dann spule ich wieder einen Tag vor. So. Oh, upsi. So, ich spule das jetzt vor. Wenn jetzt nichts kommt, also Zeitraffer.
So, jetzt hat sie nichts Besonderes gesagt, deswegen speichere ich wieder, spule einen Tag vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt bin ich wieder da. Wir haben jetzt den 25., 24. Und genau, wir reden jetzt einfach wieder direkt mit Elisa, bis sie uns was sagt. Wenn sie uns wieder nichts sagt, dann spulen wir halt noch einen Tag vor. Ich frage es nur, wo Elisa ist. Sollte es mal sein, dass ihr den Bewohner nicht findet, wie jetzt gerade bei mir, dann sucht euch einfach irgendeinen anderen Bewohner aus. Das geht mit jedem. Wie gesagt, ich rede halt generell nochmal mit jedem einmal, wenn ich ihn draußen sehe. Elisa, wo bist du? Zufällig will jetzt Felina ausziehen. Das kann man halt auch so herausfinden, wenn man halt generell einfach rumläuft und mit den Bewohnern redet. Das Prinzip ist halt einfach, ihr spult, nachdem ein Bewohner gesagt hat, er will ausziehen, 4 Tage vor, spielt dann nach den 4 Tagen kurz am Tag, redet mit allen Bewohnern, schaut, ob irgendjemand ausziehen will, dann spult ihr nochmal einen Tag vor, macht genau das Gleiche. Und am besten erfährt man halt, ob ein Bewohner auszieht, indem man mit dem einen Bewohner redet, also mit diesem einen Lieblingsbewohner redet und er sagt es euch meistens auch. Ansonsten lauft ihr halt immer rum, jeden Tag, einmal in der Stadt, redet mit allen Bewohnern, vielleicht will euch jemand ansprechen, wie Feline. Und Feline soll aber nicht ausziehen, deswegen bleibt sie hier. Und ja genau, halt 4 Tage müsste ich jetzt wieder vorspulen. Dann rede ich wieder mit allen Bewohnern. Wenn jemand ausziehen will, dann spule ich noch einen Tag vor. Und wenn wieder jemand ausziehen will, spule ich noch einen Tag vor. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ihr könnt mir auch gerne noch Fragen stellen. Also nochmal zusammenfassend, wie ich das mache. Also ich persönlich mache das so, dass ich, nachdem ein Bewohner mir gesagt hat, ob er ausziehen will, spule ich 4 Tage vor. Dann spiele ich kurz, rede mit allen Bewohnern einmal. Also die draußen sind, schaue, ob mich irgendjemand anreden will, dann rede ich mit Elise, in eurem Fall kann das auch irgendein anderer Bewohner sein, rede mit Elise manchmal so 10 bis 14 Mal und dann spule ich wieder einen Tag vor. Dann mache ich das genau das gleiche, rede mit jedem Bewohner einmal, schaue, ob mich irgendein Bewohner ansprechen will, eben gerade hat mich Feline angesprochen, hätte sie mich nicht angesprochen, hätte ich wieder mit Elisa gesprochen, wieder 10 bis 14 Mal so um den Dreh herum und hätte noch einen Tag vorgespult. Dann würde ich wieder rumrennen, wieder mit Elise sprechen. Wenn Elise dann sagt zum Beispiel, oh, Rubina will ausziehen und Rubina ist aber gerade im Haus, dann speichere ich das Spiel, starte es nochmal neu, dann sind nämlich andere Bewohner draußen. Dann ist zum Beispiel Rubina draußen, aber Elise drin. Das ist dann immer unterschiedlich, wenn man das Spiel speichert und nochmal neu. Es ist genau der gleiche Tag, einfach nur speichern und nochmal neu starten. Wenn Rubina dann draußen ist, laufe ich vor Rubina, Rubina will mich ansprechen. Dann sagt sie mir, dass sie ausziehen will, dann sage ich nein. Dann spule ich wieder 4 Tage vor. Dann rede ich wieder mit jedem einen Bewohner einmal, mit Elise rede ich wieder mehrmals. Will jemand ausziehen, dann spule ich wieder einen Tag vor, bis jemand wieder ausziehen will. Und das mache ich so lange, bis Anton mir sagt, dass er ausziehen will. Dann habe ich es geschafft. Aber das wird das Video jetzt zu lange in die Länge ziehen und mir ist es auch gar nicht so wichtig, dass Anton jetzt aussieht. Ich wollte es euch nur demonstrieren, wie mein Trick funktioniert. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. So, das war's von meinem Tipps und Tricks Videos. Es kommen weitere Videos. Daher würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt oder mich abonniert. Ich mache auch Animal Crossing Let's Plays und ich mache auch noch andere Let's Plays zu vielen anderen Nintendo-Spielen. Ciao.